Weder die Natur noch die Geschichte kann uns sagen, was wir tun sollen. Die Geschichte selbst, so sagt der Philosoph Karl Raimund Popper, hat weder ein Ziel noch einen Sinn. Aber wir können ihr beides verleihen. Wir können die Geschichte zu unserem Kampf für die offene Gesellschaft und gegen ihre Feinde machen. Für eine offene Gesellschaft und gegen die Feinde der Demokratie zogen am 22. Dezember 1989 Tausende von Menschen durch das Brandenburger Tor in Berlin. Ein Sieg der Vernunft über eine Ideologie. Ein Triumph offener Kritik über dogmatische Theorien. So wie es Karl Raimund Popper sein Leben lang gefordert hat. Lasst Theorien sterben, nicht Menschen. Wir sind sozusagen in der glücklichen Lage, dass eine klare Aufgabe für uns, eine geschichtliche Aufgabe vor uns steht, und die ist, alles zu tun, um eine Situation zu schaffen, in der es einen dauernden Frieden geben kann. Das ist der Sinn, den wir der Geschichte geben müssen. Wenn der Friede erreicht ist, dann werden wir nach neuen Sinnen der Geschichte Ausschau halten müssen. Einer dieser Sinne wird immer bleiben, zu wachen über Gefahren eines neuen Ausbruchs von Kriegen. Das wird immer weiter eine Aufgabe bleiben. Ohne über das zu wachen, kann es keinen Frieden geben. Kaiser Franz Josef inspiziert seine Herren Offiziere. Als diese Bilder entstanden, war die Welt noch in Ordnung. Zumindest schien es so. Es war die goldene Zeit der Donaumonarchie. Die Damen von Adel umschwärmten die Gardeleutnants. An Krieg dachte niemand. Es war die Zeit, die Karl Raimund Popper als Kind noch erlebt hat, damals in Wien. Eine Epoche, deren Glanz und Gloria schon bald zu Ende sein sollte. Karl Raimund Popper wurde am 28. Juli 1902 in Wien geboren. Mit den Schwestern wuchs er in einem großbürgerlichen jüdischen Elternhaus heran. Der Erste Weltkrieg zerstörte die Geborgenheit seiner Kindheit. Karl Popper begann, die Welt mit ernsten, kritischen Augen zu betrachten. Als der Krieg zu Ende war, waren nicht nur die Armeen geschlagen. Am Ende war das alte Europa zerstört. Wien im November 1918, Nachkriegszeit. Aus der Not und dem Elend jener Jahre zieht Karl Popper Konsequenzen, die sein Leben und sein Werk bestimmen werden. Er verlässt die Schule und er wird Kommunist. Jahre später schreibt er: Für 2 oder 3 Monate betrachtete ich mich als Kommunist. Ich hoffte auf eine bessere, auf eine gerechtere Welt. Eine bessere, eine gerechtere Welt? Im November 1918 wird aus dem Kaiserreich eine Republik. Aus den politischen Kämpfen jener Jahre zieht Karl Popper eine Lehre: Misstraue allen Ideologien. Er tritt aus der Kommunistischen Partei aus und er formuliert eines der Leitmotive seines Lebens: Kritik statt Dogma. Die Barrikade vertauscht er mit dem Hörsaal der Universität. Nach dem Studium als Doktor der Philosophie führte Karl Popper eine Art Doppelleben. Tagsüber unterrichtete er als Lehrer, nachts schrieb er an einem Buch, in dem er das Leitmotiv Kritik statt Dogma auf Wissenschaft und Forschung anwendete. Das Ergebnis? All unser Wissen ist nur Vermutungswissen. Wir wissen nicht. Wir raten. Das Buch erschien 1934. Logik der Forschung. Karl Popper wurde von heute auf morgen bekannt als einer der scharfsinnigsten Analytiker wissenschaftlicher Methoden. Logik der Forschung. Wir beobachten Schwäne zum Beispiel und wir sehen, dass sie weiß sind. Also kommen wir irgendwann zu dem Schluss,
Alle Schwäne sind weiß. Dieser Satz beruht auf Beobachtungen und Vermutungen. Das heißt, aus vielen Einzelfällen wird auf alle zukünftigen Fälle geschlossen. Von der Vergangenheit auf die Zukunft. Ein Induktionsschluss. Und je mehr weiße Schwäne wir sehen, desto mehr scheint sich die Vermutung zu bestätigen, zu verifizieren. Alle Schwäne sind weiß. Und dann ein schwarzer Schwan. Ein bisher gültiger Satz ist plötzlich falsch, falsifiziert. Das Induktionsproblem hat Philosophen und Naturwissenschaftler jahrhundertelang beschäftigt. Erst Karl Popper hat es gelöst. Er setzte an die Stelle der Bestätigung die Prüfbarkeit, das heißt an die Stelle der Verifikation die Falsifikation, den Versuch, bewusst nach Fehlern in all unseren Theorien zu suchen. Wichtig ist, ich leugne nicht, dass viele unserer Theorien wahr sind. Ich behaupte nur, dass diese Theorien nicht mit Sicherheit erkannt werden können. Das heißt, wir können Sicherheit nicht erreichen. Das Beste, das wir tun können, ist, immer wieder nach unseren Fehlern zu suchen. Die Fehlersuche und das Lernen von unseren Fehlern, das ist das eigentlich Charakteristische der Wissenschaft. Man kann diese Methode als die kritische Methode bezeichnen. Ideologie statt Kritik. Im März 1938 marschierte die Arroganz der Macht in Österreich ein. Eine Demonstration all dessen, was Karl Popper seit seiner Jugend, seit Kaiserreich und Republik, zuwider ist. Als Hitler in Wien einzog, als es in Österreich nur noch einen Jubelschrei zu geben schien, Sieg Heil, da war Karl Popper schon seit einem Jahr nicht mehr in seiner Heimat. Er hatte, wie er sagt, mit der Möglichkeit von Hitlers Einmarsch gerechnet und er hatte Österreich deshalb verlassen. Karl Popper war ans andere Ende der Welt gegangen, nach Neuseeland. Damals bewegte ihn ein Problem, das ihn seit seiner Jugend nicht mehr in Ruhe gelassen hatte. Die Frage, lässt sich der Gang der Geschichte, lässt sich die Zukunft vorhersagen? Neben der Naturwissenschaft beherrschte jetzt die Geschichte den Horizont seines Denkens. In Christchurch wurde er Dozent für Philosophie und er schrieb sein erstes geschichtsphilosophisches Werk. Das Elend des Historizismus. Schon an der Widmung dieses Buches lässt sich sein Inhalt ablesen. Dem Andenken ungezählter Männer, Frauen und Kinder, Opfer von nationalistischen und kommunistischen Formen des Irrglaubens an unerbittliche Gesetze eines weltgeschichtlichen Ablaufs. Historizismus. Das ist der Versuch, den Gang der Geschichte vorauszusagen. Karl Popper weist nach, dass dieser Versuch aus logischen Gründen scheitern muss, weil es zum Beispiel unmöglich ist, den Fortschritt des menschlichen Wissens vorherzusagen. Er schreibt: Der Historizismus ist der reinste Aberglaube. Er wies nach, dass die Chefideologen der Geschichtsphilosophie in Wolkenkuckucksheim leben. Karl Popper und seine Frau lebten ab 1938 in diesem Haus am Rande von Christchurch. Hier schrieb er ein Buch, das wie kein anderes in unserem Jahrhundert Staatsmänner der westlichen Welt beeinflusst hat. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Eine Abrechnung mit den Feinden der Demokratie. Ein weitsichtiges, geschichtsphilosophisches Werk, in dem Karl Popper die Ursprünge totalitärer Systeme aufdeckte und kritisierte. Er schreibt: Die systematische Analyse des Historizismus zielte auf Wissenschaftlichkeit. Nicht so dieses Werk. In ihm werden viele Ansichten ausgesprochen, die persönlicher Natur sind. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Eine Verteidigung der Freiheit gegen autoritäre und totalitäre Ideen. Und solche Ideen fand Karl Popper bei den Philosophen Platon, Hegel und Marx. Der griechische Philosoph Platon hatte zum Beispiel geschrieben, das erste Prinzip von allen ist dieses, niemand soll jemals ohne Führer sein. Solche Gedanken entlarvte Karl Popper als elitär und demokratiefeindlich.
Mit der Kritik an Platon rüttelte Karl Popper am Fundament der abendländischen Philosophie. Der Philosoph und Mathematiker Alfred Whitehead hatte noch 1935 gesagt, die Geschichte der Philosophie ist nur eine Reihe von Fußnoten zu Platon. Keine Bibliothek, keine Universität, in der Platons Werke nicht einen herausragenden Platz hätten. Der erste Band der offenen Gesellschaft hat den Untertitel Der Zauber Platons. Und das zeigt, dass auch Karl Popper den griechischen Philosophen sehr bewundert. Aber Popper sagt, im ganzen Bereich unseres Wissens gibt es keine Autorität, die über jede Kritik erhaben ist. Platons Grundfrage, wer soll herrschen, ist offenbar falsch gestellt. Und die Antwort, die sie hervorruft, ist autoritär. Kritik statt Dogma. Platos Staatstheorie ist im Wesentlichen die Frage, wer soll regieren? Und die Antwort Platos oder Platons ist der Weiseste, der gleichzeitig der Beste sein wird. Der soll regieren. Ich stelle eine ganz andere Frage dagegen, nämlich, was können wir tun, um zu verhindern, dass, sagen wir, schlimme Dinge im Staat geschehen? Es handelt sich also nicht darum, wer soll herrschen, sondern wie können wir den Missbrauch der Gewalt im Staat zähmen und verhindern. Und das scheint mir, ist die wirkliche Frage, die denen die sogenannten Demokratien, die modernen Demokratien zugrunde liegt. Und es scheint mir sogar auch der Grundgedanke der athenischen Demokratie gewesen zu sein. Wie können wir Missbrauch und Gewalt verhindern? Es ist also, die Wahlen haben vor allem eine negative Funktion. Man kann mit den Wahlen eine Regierung wegwählen. Das ist das Wichtigste. Eine Regierung muss absetzbar sein. Das ist das entscheidende Moment der Demokratie. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat zum Beispiel geschrieben, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Solche Gedanken sind für Karl Popper wahrer Unsinn, der verheerende Folgen hatte. Kriegsbegeisterung und Hurra-Patriotismus. Im Ersten Weltkrieg starben über 8 Millionen Menschen. Der Krieg war, so Karl Popper, eine Folge der Hegelschen Philosophie. Denn Hegel hatte gelehrt, dass der Krieg eine historische Notwendigkeit ist. Und Hegels Schüler hatten diesen Gedanken weitergetragen. So schrieb der preußische Historiker Treitschke, der Krieg ist eine Notwendigkeit, eine Forderung der politischen Logik. Die Logik Hegels und seiner Schüler führte auf die Schlachtfelder der beiden Weltkriege. Dabei hätte Deutschland sich für einen wirklich großen Philosophen entscheiden können. Auf der einen Seite steht Kant, der den Frieden wollte und viel über den Frieden nachgedacht und darüber geschrieben hat. Hier ist zum ewigen Frieden von Kant ein ironisches Buch und ein sehr ernstes Buch. Und ein Buch, das zeigt, wie schwer der Weg zum Frieden ist und dass doch nichts anderes übrig bleibt, als den Versuch zu machen, den Frieden auf Erden zu etablieren. Und auf der anderen Seite steht Hegel, der lehrt, dass der Krieg eine Art Naturnotwendigkeit ist oder eine Kulturnotwendigkeit ist und dass die Völker gegeneinander kämpfen müssen und auch, dass das gut für die Völker ist, dass es die Völker sozusagen
jung hält und am Leben hält, wenn sie nur miteinander Krieg führen. Zwischen diesen beiden hat Deutschland entscheiden müssen. Und es ist die Tragik Deutschlands, dass sie dem falschen Propheten gefolgt sind und den falschen Propheten gewählt haben, dem Propheten Hegel. Dass sie geglaubt haben, dass der Krieg eine Notwendigkeit ist und dass der Krieg etwas ist, womit man hindurchgehen muss, um zu überleben. Dass es ihre Pflicht ist, gerade zu Krieg zu führen. Das war die Tragik Deutschlands. Der Philosoph Karl Marx hatte zum Beispiel geschrieben, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Und er hatte den Menschen den Sozialismus prophezeit, den Himmel auf Erden. Der Himmel auf Erden? Weder auf Kuba noch in der Sowjetunion, weder in China noch in der DDR konnte der Marx'sche Sozialismus verwirklicht werden. Nicht zuletzt deshalb hält Karl Popper die Prophezeiungen von Karl Marx in wesentlichen Teilen für widerlegt. Dennoch zollt er Karl Marx großen Respekt. Er schreibt: Die Erfahrung seiner Zeit, das Bedürfnis, den Unterdrückten den Trost einer Prophezeiung zu bringen oder gar die Sicherheit ihres Sieges, all das ist in einem grandiosen philosophischen System vereinigt. Und dennoch, Karl Marx ist ein falscher Prophet. Warum? Es ist sehr einfach. Er hat ja die Verelendungstheorie entwickelt. Das heißt, die Theorie, dass der Kapitalismus, wie er es genannt hat, dazu führen muss, dass es den Menschen schlechter und schlechter und schlechter geht, außer den paar Kapitalisten, weniger und weniger Kapitalisten und mehr verelendete Proletarier. Das war die merkwürdige Theorie, die Marx entwickelt hat und aus der er geschlossen hat, dass es schließlich zu einer Revolution kommen muss, und zwar zu einer ganz wahrscheinlich ganz unblutigen Revolution, da ja niemand da ist, um die ungeheure Mehrheit des Proletariats, um der etwas entgegenzusetzen. Also das Proletariat nimmt einfach die Macht über und dann werden wir Sozialismus haben und eventuell, es ist eine etwas offene Frage, Kommunismus, Sozialismus, und dann ist alles wunderbar. Aber wie soll ich mich ausdrücken? Nichts könnte stärker die Verfehlung der Theorie von Marx zeigen, als das, was wirklich seitdem geschehen ist, sowohl in den kapitalistischen Ländern wie auch in den kommunistischen Ländern. Es ist, also die kapitalistischen Länder haben das Gegenteil der Verelendung und die kommunistischen Länder haben einigermaßen die Verelendung. Und wenn sie nicht ganz die Verelendung haben, war es, weil sie sich die kapitalistischen Länder in Bezug auf Industrie und ähnliche Dinge zum Vorbild genommen haben. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, der Zauber Platons, die falschen Propheten, Hegel, Marx und die Folgen. Die deutsche Ausgabe dieses Werkes hat Karl Popper Immanuel Kant gewidmet, dem Philosophen der Freiheit und Menschlichkeit. Ein Zeichen der Verehrung für einen anderen, großen, kritischen Geist. Immanuel Kant, der Philosoph der Kritik, der Mann, der den Begriff Weltfrieden erfunden hat. Auf ihn bezieht sich Karl Popper, wenn er den Feinden der offenen Gesellschaft die Theorie des Ministaates entgegensetzt. Es ist, glaube ich, ein Fehler vom Staat, eine geistliche Führung zu erwarten. Der Staat ist nicht für diesen Zweck da. Der Staat ist dafür da, den Frieden
unter seinen Bürgern zu garantieren und zu sichern. Das ist die Aufgabe des Staates. Und diese Staatstheorie findet sich sehr deutlich bei Kant, diese Theorie, wie ich es nenne, des Ministaates. Man kann es so auch ausführen, dass die Staatsbürger so frei sein sollen, als es möglich ist, um sich gegenseitig nicht mehr Freiheit zu berauben, als notwendig ist. Und das, was notwendig ist, soll unter objektiven Gesetz festgestellt werden. Unter dem Gesetz sollen alle gleich sein und der Staat soll die Einhaltung dieser Gesetze garantieren. Demokratie, Freiheit und Gesetz. Karl Popper wird nicht müde, den Menschen die Grundgedanken seiner Philosophie zu erläutern. Dafür nimmt auch heute noch, mit 87 Jahren, weite, beschwerliche Reisen auf sich. An diesem Sommerabend in München hält er einen Vortrag über Freiheit und intellektuelle Verantwortung. Während der anschließenden Diskussion sitzen der Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker und Karl Popper gemeinsam auf einem Podium. Es geht um den Zusammenhang zwischen Poppers Falsifikationsprinzip und seiner Staatstheorie. Die Süddeutsche Zeitung nannte dieses Gespräch einen historischen Moment. Sie haben gesagt, das Entscheidende für eine gute Verfassung sei, dass man in der Lage ist, eine Regierung wieder loszuwerden. Zugegeben. Ist zwischen diesen beiden Gedanken ein Strukturzusammenhang? Ist sozusagen die Abwahl der Regierung vergleichbar mit der Falsifikation eines allgemeinen Satzes? Wie sehen Sie diesen Zusammenhang? Ja, ich habe selbst diese Analogie, von der Sie sprechen, natürlich bemerkt. Ja. Aber ich habe sie erst nachher bemerkt. Ja. Ich bin nicht von meiner Erkenntnistheorie ausgegangen, ja, und habe das die Erkenntnistheorie also da anwenden wollen. Ja. Ich habe es nachher bemerkt, und das hat vielleicht dann manchmal meine Schreibweise beeinflusst. Aber es ist nicht so, dass ich von dem einen ausgehe und das auf das andere übertragen habe. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir dürfen Sie nicht allzu lange noch in Anspruch nehmen. Sie dürfen mich schon in Anspruch nehmen. Ich sage noch, mache noch eine Bemerkung. Bitte schön. Meine Beobachtung oder mein Eindruck von dem Zusammenhang dieser beiden Dinge bei Ihnen könnte ich, nachdem Sie jetzt so gesprochen haben, vielleicht auf eine Formel bringen, und ich bitte Sie, der zu widersprechen oder zuzustimmen oder zu modifizieren. Mein Eindruck ist, dass Sie in beiden Fällen einem bestimmten, ich nenne es einmal Instinkt, gefolgt sind, nämlich dem Instinkt, dass der Anspruch, eine umfassende Wahrheit zu besitzen und von daher auszugehen, grundsätzlich nicht gerechtfertigt, wohl aber widerlegt werden kann. Deshalb einerseits die Falsifikation in der Wissenschaft, andererseits die Abwählbarkeit der Regierung in der Politik. Dies scheint mir ein verwandtes Motiv zu sein. Werde ich Ihnen damit gerecht? Vielleicht, ja. Ich würde sagen, der Sokratismus. Ja, ja, ich sehe. Der Sokratismus. Das heißt also die sokratische Idee, dass wir uns gewöhnlich viel mehr einbilden, als wir wirklich verantworten können. Ja. Diese Idee hat wahrscheinlich beides beeinflusst. Ja. Die hochfliegenden Träume vom sicheren Wissen, die überheblichen Trugbilder der Ideologien. Karl Popper hat sie zerstört. Es gibt kein sicheres Wissen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese Einsicht des Sokrates hat Karl Popper auf fast alle Gebiete unseres Wissens angewendet. Utopien hat er als leere Heilsversprechen entlarvt, den Anspruch auf Sicherheit als Größenwahn. Wir wissen nicht, wir raten. Der Rest sind Träume von Geistersehern, Gedankenspielereien. Was bleibt, sind konkrete Probleme. Karl Popper sagt,
Eines der wichtigsten Probleme ist die Suche nach größerer Freiheit, nach einer besseren Welt. Aber wenn wir die Welt nicht wieder ins Unglück stürzen wollen, müssen wir unsere Träume von der Weltenbeglückung aufgeben. Auf der Suche nach einer besseren Welt hat sich Karl Popper immer an den großen Philosophen der Kritik und der Aufklärung orientiert, an Sokrates und Kant, der gesagt hat, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich deines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Aufklärung und Kritik aber sind nach Karl Popper nur möglich in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie. Ein zentraler Gedanke in Karl Poppers Staatstheorie lautet, ich zitiere, Demokratie war nie Volksherrschaft, kann es nicht sein, soll es nicht sein. Herr Bundespräsident, steht diese erstaunliche Feststellung nicht im Widerspruch zum Grundgesetz, in dem es heißt, alle Gewalt geht vom Volke aus? Nein, das glaube ich nicht, dass das ein Widerspruch ist. Herrschaft. Was heißt Herrschaft? Wie soll geherrscht werden? Das ist die entscheidende Frage. Ich denke, Popper stützt sich auf alte griechische Quellen, wenn es ihm darum geht, dem Volk die Fähigkeit zum Urteil und zur Kontrolle und zur Vermeidung jeder Tyrannei zuzubilligen und zuzumuten. Eine Mehrheitsherrschaft kann auch eine Tyrannei sein. In unserer Verfassung, aus der Sie ja zitieren, steht drin, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht und dass das Volk sie wahrnimmt durch Abstimmungen und Wahlen und dass sie wahrgenommen wird durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt, also der Regierungen und der Gerichte. Das ist die Form, in der es uns am besten gelingt, einerseits Entscheidungen möglich zu machen, aber andererseits Herrschaft zu kontrollieren. Legitimiert ist jede Entscheidung und jede Herrschaft durch das Volk. In dem Sinne glaube ich, dass die beiden Aussagen durchaus übereinstimmen. Das Räderwerk des Schicksals, das Bewegungsgesetz der Geschichte, der göttliche Weltenplan? Verläuft das menschliche Leben wie die Fahrt in einem Karussell? Verläuft die Weltgeschichte nach unerbittlichen Gesetzen, die der Mensch nicht beeinflussen kann? Karl Popper hält alle Lehren vom schicksalhaften Gang der Geschichte für reinsten Aberglauben. Nicht unerbittliche Gesetze, nicht irgendein Weltgeist bestimmen den Lauf der Geschichte, sondern der Mensch. So wenig wie es in der Naturwissenschaft sichere Wahrheiten gibt, so wenig gibt es in der menschlichen Geschichte allgemeingültige Gesetze. Karl Popper hat den Menschen aus den trügerischen Höhen der orakelnden Geschichtsphilosophie auf die Erde zurückgeholt. Der Mensch ist für sein Leben und für die Geschichte selbst verantwortlich. Nur er gibt ihr Ziel und Sinn. Selbstverantwortung des Menschen für sein Leben und für die Geschichte. Das bedeutet schwere Arbeit. Wenn nicht das Schicksal, wenn nicht der Weltgeist den Lauf der Welt bestimmen, dann muss der Mensch seine Geschichte selbst gestalten. Das ist mühsam und geht nach Karl Popper nur Schritt für Schritt. So wie wir in den Naturwissenschaften nur aus unseren Fehlern lernen, so ist auch in der Politik Fortschritt nur über Fehlschritte möglich. Deshalb empfiehlt Karl Popper für die Praxis der Demokratie die soziale Stückwerktechnologie, eine Politik der kleinen Schritte. Sie erfordert sorgfältige Analyse unserer Pläne und ihrer möglichen Folgen, also Augenmaß. Wir müssen versuchen, die Folgen unserer Handlungen vorauszusehen. Das ist klar, besonders in der Politik. Nun ist es aber so, dass man nie die Folgen wirklich alle voraussehen kann.
Man muss also eine gewisse Offenheit haben und muss dauernd wieder überprüfen, ob die Handlungen nicht Folgen haben, die ganz gegen unsere Intentionen gehen. Damit hängt diese Stückwerkmethode zusammen. Was ich mit der Stückwerkmethode gemeint habe, war, man soll in der Politik nach Möglichkeit nur solche Reformen einführen, die man dann kontrollieren kann, ob sie die beabsichtigte Wirkung gehabt haben oder ob sie nicht eine ganz andere Wirkung gehabt haben. Wirkung und Kontrolle. Es ist schwer, die Folgen unserer Pläne und unseres Handelns vorauszusehen. Wer zum Beispiel ein Haus bauen will, der beeinflusst, ob er das weiß oder nicht, den Wohnungs- und den Kapitalmarkt, den Grundstücks- und den Investitionsgütermarkt. Nach den Entwürfen der Weltverbesserer aber soll die Gesellschaft als Ganze verändert werden. Karl Popper hält das für Größenwahn. Er sagt: Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, hat immer dazu geführt, eine Hölle zu verwirklichen. Eine Chance für vernünftige soziale Veränderungen, die notwendig sind, sieht Karl Popper nur in der Stückwerktechnologie. Er hat das Stichwort vom Piecemeal Social Engineering in die Welt gesetzt. Und die deutsche Übersetzung klingt noch ein bisschen negativer als das englische Wort Piecemeal Social Engineering. Die deutsche Übersetzung lautet normalerweise Stückwerk-Technologie. Und das ist eine unglückliche Begriffswahl, schon bei Popper, und erst recht ist es unglücklich, es so ins Deutsche zu übertragen. Worum es sich handelt, ist, dass er denkt und sagt, für mich überzeugend sagt, dass Veränderungen in einer Gesellschaft, politische oder soziale Veränderungen in einem Staat, immer noch schrittweise erfolgen dürfen. Ich würde diesen Gedanken lieber so übertragen, dass ich ihn formuliere: Was wir brauchen, ist schrittweise politische und soziale Reformen. Dann klingt das ganz anders, als wenn von Technologie die Rede ist. Schrittweise politische und soziale Reform. Im Grunde ist dies das Wesensgesetz einer demokratisch verfassten Gesellschaft, wo auch nicht um irgendeine Erneuerung willen schlagartig das Unterste zu Oberst gekehrt wird oder umgekehrt, sondern man geht schrittweise vor, was den großen Vorteil hat, dass man auch einen falschen Schritt revidieren kann. Durch einen anderen Schritt. Die Schritte dürfen nicht zu groß sein, sie dürfen aber auch nicht minimal sein. Und wie die Schritte auszusehen haben, das bedarf einerseits der theoretischen Analyse der gegenwärtigen Lage, die einer verändern will, andererseits aber der sittlichen Vorstellung von dem Ziel hin, auf das er die Veränderung vornehmen möchte. Daran anschließend, Herr Schmidt, Sie haben nicht nur in Aufsätzen und Büchern, sondern auch im Bundestag gelegentlich Kant oder auch Popper, Max Weber zitiert. Haben Sie bei irgendeiner politischen Entscheidung, die aktuell anstand, etwa Kant oder Popper zu Rate gezogen im Hinterkopf gehabt? Bei vielen Entscheidungen und bei vielen Entscheidungen auch durchaus bewusst. Besonders bewusst bei den vielen, vielen Entscheidungen, die nacheinander täglich und teilweise stündlich notwendig waren, während der vielwöchigen Entführung von Hans-Martin Schleyer, die schließlich mit dem Mord an ihm endete und der Entführung eines Flugzeuges der Lufthansa. Natürlich hat mir insbesondere das Wissen dessen, was ich gelernt hatte,
von denen, die Sie eben zitiert hatten, dabei sehr geholfen. Dass Krisensituationen zwingen einen handelnden, verantwortlichen Politiker zur Philosophie. Er wird das normalerweise nicht in dem Augenblick, wo er handelt und sein Handeln erklären, begründen muss, gleichzeitig die große Philosophie mitliefern. Aber wenn er handelte ohne philosophische Grundlage, ist er in Gefahr, Fehler zu machen. Er ist sogar in Gefahr, in Opportunismus abzusinken. Er ist sogar in Gefahr, ein Scharlatan zu werden. Die Philosophie Karl Raimund Poppers macht den Blick frei für die Wirklichkeit der Welt und für die Möglichkeiten des Menschen. Mit der Logik der Forschung hat Karl Popper die überhebliche Autorität der Philosophie und der Naturwissenschaften entlarvt. Kritik statt Dogma. Mit seiner Staatstheorie hat er die hochfliegenden Träume der falschen Propheten zerstört. Mutmaßung statt Anmaßung. Er ist alt genug geworden, um die weltweite Anerkennung seiner Philosophie noch zu erleben. Vor allem die Jugend schätzt die Einfachheit und die Klarheit seiner Gedanken, das Vorbild seines Lebens. Im vergangenen Sommer reiste Karl Popper, der 1965 von der englischen Königin für sein Lebenswerk geadelt wurde, in die USA. An der Universität von Berkeley sprach er über ein Thema, das ihn seit seiner Jugend beschäftigt hat: das Weltbild der modernen Physik. Wo immer Sir Karl einen Vortrag hält, der Saal ist selten groß genug. Und die meisten Zuhörer wissen, dass sie einen der letzten Universalgelehrten vor sich haben, einen Mann, der über Philosophie und Logik, über Biologie, Geschichte, Staatslehre und Kunst ebenso kenntnisreich zu sprechen weiß wie über Physik. Quantentheorie und Wahrscheinlichkeit. Mit den berühmtesten Physikern unseres Jahrhunderts hat er über dieses Thema gesprochen und gestritten. Mit Niels Bohr und Erwin Schrödinger, mit Albert Einstein. Auch heute noch, mit 87 Jahren, ist Karl Popper ein faszinierender Lehrer. Then the probability that the P will be found in Paris becomes zero. These are two entirely different things and in quantum mechanical language entirely different wave packets. André hat eine etwas Einen Tag später auf dem Campus der Stanford-Universität, begleitet von seinem ehemaligen Schüler Professor William Bartley. Die Bürger von Calais sind wirklich eines der größten Werke unserer Zeit. Rodin. Sie betrachten die Bürger von Calais, Plastiken des französischen Bildhauers Auguste Rodin. Ein Denkmal für jene tapferen Bürger von Calais, die sich im Jahre 1347 dem englischen König auslieferten, um ihre Stadt vor dem Hungertod zu retten. Ein Denkmal gegen die Tyrannei, das Karl Popper besonders liebt. Und die Gruppe ist an vielen Plätzen zu finden. Ja, ja, natürlich. In London ist sie auf der Seite des Parlaments. Ja. Auf dem Gelände der Stanford-Universität, unter dem Hoover-Turm, ist das Karl-Raimund-Popper-Archiv untergebracht, feuer- und erdbebensicher. Nicht in Wien, seiner Vaterstadt, wo er an der Logik der Forschung arbeitete, nicht in Neuseeland, wo er als Emigrant die offene Gesellschaft und ihre Feinde schrieb, und auch nicht in London, wo er nach dem Kriege wieder eine Heimat fand, sondern hier in Stanford, Kalifornien, ist sein Lebenswerk archiviert. Dank der Hilfe eines amerikanischen Mäzens sind hier die Dokumente seines Lebens und seiner Werke für die Nachwelt bewahrt. Der Briefwechsel zum Beispiel mit dem österreichischen Kulturphilosophen Egon Friedell, die Notizen und Manuskripte. Die Bücher Karl Raimund Poppers sind in 48 Sprachen übersetzt. Kein anderer Philosoph unseres Jahrhunderts hat Denken und Handeln der politisch Verantwortlichen in der westlichen Welt so nachhaltig beeinflusst wie er.
Aber die offene Gesellschaft und seine anderen Werke sind mehr als eine Anweisung für das Machbare, für die Politik der kleinen Schritte. Karl Raimund Popper weiß, dass der Mensch nicht leben kann ohne den Traum von einer besseren Welt.